Russisch lernen mit Russland-Journal. Здравствуйте, я Анастасия. Привет, я Крис. И это урок 85. Lektion 85. Dieser Podcast wird präsentiert von Lextra, der Marke für das Sprachenlernen aus dem Cornelsen Verlag. Neben Sprachkursen umfasst das Programm auch interaktive Lern-DVDs, Grammatiken, Themenwörterbücher und vieles mehr. Wer sein Vokabular verbessern will, kann mit den Wortschätzen und den dazugehörigen Übungsbüchern strukturiert arbeiten. Heute stellen wir euch das Lextra-Übungsbuch Grundwortschatz Russisch nach Themen vor. Es enthält Übungen zu den 2000 häufigsten russischen Wörtern aus dem Lextra-Lernwörterbuch, mit dem wir in der Podcast-Folge 84 gearbeitet haben. Passend zum Lernwörterbuch sind die Wörter im Übungsbuch in dieselben Themengebiete sortiert. Heute arbeiten wir mit dem Kapitel Sprache aus dem Lextra-Übungsbuch Grundwortschatz Russisch nach Themen. Das Kapitel Sprache ist in 5 Abschnitte unterteilt. Der Abschnitt, mit dem wir uns heute beschäftigen, heißt Diskussions- und Redemittel. Hier übt man unter anderem den Gebrauch russischer Wörter, mit denen man sagen kann, dass man sich einer Sache sicher ist. Jeder Abschnitt des Übungsbuchs besteht aus 2 Teilen, einem Präsentationsteil und einem Aufgabenteil. Der Präsentationsteil zeigt den Gebrauch der Wörter in einfachen russischen Sätzen, Dialogen oder Texten. Wir nehmen nicht alle, sondern ein paar Beispielsätze aus diesem Teil. Zum einen konzentrieren wir uns auf die Schlüsselwörter, die hier beigebracht werden und die wir später für die Übung brauchen. Zusätzlich gehen wir aber die Sätze auch Wort für Wort durch und üben den Gebrauch der russischen Wörter, die für uns neu sind. Und im ersten Punkt lesen wir Folgendes. Ты обязательно сдашь все экзамены. Я в этом абсолютно уверена. Я в этом вообще не сомневаюсь. Und jetzt machen wir das Wort für Wort. Der erste Satz war Ты обязательно сдашь все экзамены. Das Wort обязательно kennen wir in der Bedeutung Unbedingt. Das bedeutet aber auch bestimmt. Сдать экзамен heißt eine Prüfung bestehen. Und сдать ist ein vollendetes Verb. Also wie würdest du übersetzen Ты сдашь? Also weil es ein vollendetes Verb ist, hat es keine Präsensform und ich würde das mit der Zukunft übersetzen. Du wirst bestehen. Du wirst bestehen, richtig. Und jetzt übersetzt man den kompletten Satz. Ты обязательно сдашь все экзамены. Du wirst bestimmt alle Prüfungen bestehen. Richtig. Und wir merken uns gleich das Wort обязательно. Das ist eines der Wörter, die wir später für die Übung brauchen. Der zweite Satz in diesem Abschnitt war Я в этом абсолютно уверена. Das Wort абсолютно erkennen wir. Absolut. Ja. Уверена heißt sicher. Und wenn jemand sagt Я уверена, ist das ein Mann oder eine Frau? Eine Frau, weil es auf A endet. Richtig. Уверена ist die weibliche Form. Man kann sagen Она уверена. Sie ist sich sicher. Oder ich würde sagen, я абсолютно уверена. Ich bin mir absolut sicher als Frau. Und du als Mann würdest sagen, уверен. Ich könnte dich fragen, ты уверен? Bist du dir sicher? Я абсолютно уверен. Ich bin mir absolut sicher. Я абсолютно уверен. Und die Pluralform ist уверены. Also die Frage könnte sein, Wo werden wir? Seid ihr euch sicher? Und du sagst, wir sind uns absolut sicher. Mi absolutna uvereni. Мы абсолютно уверены. Und wenn man dieses Wort benutzt, уверен, уверена oder уверены, auf Russisch braucht man danach die Präposition в, wenn man sagen möchte, sozusagen in was man sich sicher ist, also wessen man sich sicher ist. Und danach steht das Wort im Präpositiv. Und wir machen es uns einfach und übernehmen die Formulierung aus dem Beispielsatz. Hier heißt es «в этом», «я в этом уверена». Und «этом» ist Präpositiv von dem Wort «это». Und wenn man sagt «я в этом уверена», heißt es «ich bin mir dessen sicher».
Wie sagst du über die Frau im Dialog, sie ist sich dessen absolut sicher? Она в этом абсолютно уверена. Она в этом абсолютно уверена. Und weiter heißt es, я в этом вообще не сомневаюсь. Wir nehmen erst das Wort сомневаться. Das ist ein unvollendetes reflexives Verb, heißt zweifeln oder bezweifeln. Сомневаться. Сомневаться. Und wir konjugieren es kurz. Я сомневаюсь. Ты сомневаешься. Он, она сомневается. Мы сомневаемся. Вы сомневаетесь. Они сомневаются. Man könnte fragen, ты сомневаешься? Zweifelst du daran? Ja, dieses daran braucht man im Russischen nicht unbedingt. Und du sagst, nein, ich zweifle nicht dran. Нет, я не сомневаюсь. Нет, я не сомневаюсь. Und wenn man an irgendwas zweifelt, dann braucht man wieder die Präposition в und wieder das Wort im Präpositiv danach. So wie nach den Wörtern уверен, уверена oder уверены. Und im Satz hier heißt я в этом не сомневаюсь. Ich zweifle nicht daran. Und wie sagst du, ich zweifle dran? Я в этом сомневаюсь. Я в этом сомневаюсь. Und hier haben wir aber noch ein Wort вообще. Das wird mit zwei O's geschrieben vorne. Вообще. Aber ausgesprochen wird es вообще. Вообще. Das heißt überhaupt. Oder вообще не heißt natürlich überhaupt nicht. Ja. Also was würde der Satz heißen? Я в этом вообще не сомневаюсь. Ich zweifle überhaupt nicht daran. Und dieses Wort вообще ist das nächste Schlüsselwort, das wir uns für die Übung merken müssen. Und jetzt übersetzen wir das Ganze. Ты обязательно сдашь все экзамены. Я в этом абсолютно уверена. Я в этом вообще не сомневаюсь. Du wirst bestimmt alle Prüfungen bestehen. Ich bin mir dessen absolut sicher. Ich zweifle überhaupt nicht daran. Dann geht's mit diesem kurzen Dialog weiter. Ты уверена, что хочешь учиться в этом университете? Ведь это так сложно. Я вполне уверена, что все получится. Я чувствую себя полностью готовой. So, der erste Satz war: Ты уверена, что хочешь учиться в этом университете? Учиться heißt studieren und in diesem Fall учиться в университете heißt studieren an der Universität. Und учиться в этом университете? An dieser Universität studieren. Ja, und hier haben wir wieder die Formulierung ты уверена und das ist eine Frage. Also was heißt ты уверена, что хочешь учиться в этом университете? Bist du dir sicher, dass du an dieser Universität studieren willst? Ведь это так сложно. Ведь ist ein gebräuchliches Wort, an das man sich ein bisschen gewöhnen muss. Das kann als ja oder doch übersetzt werden. Das kleine Wort так haben wir, glaube ich, noch nicht alleine übersetzt. Das heißt so. Und dann haben wir hier noch ein neues Wort, сложно. Сложно heißt schwierig oder kompliziert. Сложно. Und der Satz hieß, ведь это так сложно. Das würde man übersetzen mit, das ist doch so schwer. Ведь это так сложно. Und die andere Frau antwortet, я вполне уверена, что все получится. Вполне heißt völlig oder vollkommen. Also was heißt, я вполне уверена? Ich bin mir völlig sicher. Und dann haben wir die Formulierung «всё получится». Das heißt, alles wird klappen. Я вполне уверена, что всё получится. Ich bin mir völlig sicher, dass alles klappen wird. Oder man kann auch sagen «она не сомневается, что всё получится». Sie zweifelt nicht daran, dass alles klappt. Und jetzt sag du mal, sie ist sich absolut sicher, dass alles klappt. Она абсолютно уверена, что все получится. Она абсолютно уверена, что все получится.
Und sag mal, er ist sich absolut sicher, dass alles klappt? On absolutno uveren, что всё получится. Он абсолютно уверен, что всё получится. Dann sagt die Frau, я чувствую себя полностью готовой. Das Verb чувствовать себя hatten wir in der Lektion 80 gelernt, das hieß sich fühlen. Ja, da hatten wir aber das Verb nicht konjugiert, das machen wir jetzt schnell. Das Wörtchen себя bleibt bei der Konjugation unverändert, wir verändern nur den Teil чувствовать. Also, я чувствую себя, ты чувствуешь себя, он, она чувствует себя, мы чувствуем себя, вы чувствуете себя, они чувствуют себя. Sie sagt hier, я чувствую себя готовой. Und das heißt, ich fühle mich vorbereitet oder fertig im Sinne von vorbereitet. Oder полностью готовой. Und полностью heißt völlig. Das ist ein Synonym zum Wort вполне, das wir gerade gelernt haben. Also, я чувствую себя полностью готовой. Ich fühle mich voll vorbereitet. Ja, und wir merken uns das Wort полностью für die Übung, die wir später machen. Also der komplette Dialog mit der Übersetzung lautet: Ты уверена, что хочешь учиться в этом университете? Ведь это так сложно. Bist du dir sicher, dass du an dieser Universität studieren willst? Das ist doch so schwer. Я вполне уверена, что все получится. Я чувствую себя полностью готовой. Ich bin mir völlig sicher, dass alles klappen wird. Ich fühle mich voll vorbereitet. Und dann lese ich den nächsten Punkt vor. Несмотря на плохую погоду, мы обязательно пойдем гулять в парк. Was heißt плохая погода? Schlechtes Wetter. Richtig. Das neue Wort hier ist несмотря. Несмотря erinnert uns an... Смотреть телевизор, also Fernseher schauen. Richtig, смотреть, also schauen. Und несмотря, so ganz genau übersetzt, würde es vielleicht bedeuten, nicht schauend oder ungeachtet des irgendwas. Aber normal übersetzt heißt es trotz oder trotzdem. Und danach kommt die Präposition na. Несмотря на und danach die Wörter im Akkusativ. Deswegen, wenn wir плохая погода in den Akkusativ stellen, bekommen wir плохую погоду. Also was heißt несмотря на плохую погоду? Trotz des schlechten Wetters. Мы обязательно пойдем гулять в парк. Werden wir bestimmt im Park spazieren gehen. Ja, wenn man das jetzt mit dem Akkusativ nicht machen möchte, kann man sich das Leben auch einfacher machen und sagen, несмотря на это, trotzdem. Also zum Beispiel, сегодня плохая погода. Heute ist schlechtes Wetter. Несмотря на это, мы обязательно пойдем гулять в парк. Trotzdem werden wir bestimmt im Park spazieren gehen. Jetzt sag du mal, wir wissen, dass es schwierig ist. Мы знаем, что это сложно. Мы знаем, что это сложно. Aber trotzdem sind wir uns sicher, dass alles klappen wird. Но несмотря на это, мы уверены, что все получится. Но несмотря на это, мы уверены, что все получится. Unser Schlüsselwort hier für die Übung ist несмотря. Trotz. Und ich lese jetzt den nächsten Abschnitt vor. Das ist wieder ein Dialog. Ваня, ты купил новую машину? Совершенно верно. На этот раз я решил купить черный Мерседес. О, насколько я знаю, такая машина стоит очень дорого. Und jetzt Satz für Satz. Der erste sagt, Ваня, ты купил новую машину? Ваня, hast du ein neues Auto gekauft? Und Ваня sagt, совершенно верно. Das ist ein sehr gebräuchlicher Ausdruck und heißt vollkommen richtig. Совершенно верно. Совершенно heißt vollkommen oder ganz und верно heißt
richtig oder wahr und erinnert uns an das Wort Уверен. Уверен, das wir am Anfang gelernt haben. Also совершенно верно. Vollkommen richtig. Und dann sagt der Ваня: В этот раз я решил купить черный Mercedes. Wir kennen das Verb решил nicht. Was erkennen wir an dieser Form? Решил. Weil es auf L endet, ist es die Vergangenheit und es sagt ein Mann. Richtig. Und die Grundform heißt решит und das heißt entscheiden. Also, was hat er entschieden? В этот раз я решил купить черный Mercedes. Dieses Mal habe ich entschieden, einen schwarzen Mercedes zu kaufen. Und dann sagt die andere Person: Oh, насколько я знаю, такая машина стоит очень дорого. Насколько heißt so viel oder so weit. Und насколько я знаю würde dann heißen: So viel ich weiß. Ja, und dieser Ausdruck ist genauso gebräuchlich wie die entsprechende Formulierung auf Deutsch. Насколько я знаю. Насколько я знаю. Und wie würdest du übersetzen? Такая машина стоит очень дорого. So ein Auto ist sehr teuer. Also lautet der komplette Satz: О, насколько я знаю, такая машина стоит очень дорого. Oh, soweit ich weiß, ist so ein Auto sehr teuer. Und sag mal, soweit ich weiß, sind Sie sich sicher, dass alles klappt? Насколько я знаю, они уверены, что все получится. Насколько я знаю, они уверены, что все получится. Und noch was? Soweit ich weiß, zweifelt sie nicht daran. Насколько я знаю, она в этом не сомневается. Насколько я знаю, она в этом не сомневается. Und jetzt der Dialog über das neue Auto. Ваня, ты купил новую машину? Ваня, hast du ein neues Auto gekauft? Совершенно верно. В этот раз я решил купить черный Mercedes. Vollkommen richtig. Dieses Mal habe ich entschieden, einen schwarzen Mercedes zu kaufen. О, насколько я знаю, такая машина стоит очень дорого. Oh, soweit ich weiß, ist so ein Auto sehr teuer. Und unser Schlüsselwort für die Übung hier heißt насколько. Насколько. Und jetzt gehen wir zu der Übung weiter. Der Aufgabenteil besteht aus 5 Übungen. Wir machen nur die erste davon und die heißt Du musst unbedingt. Und man muss den Dialog mit folgenden Wörtern ergänzen. Несмотря, trotz, обязательно, unbedingt, полностью, völlig, насколько, soweit, вообще, überhaupt. Das ist ein Dialog zwischen zwei Frauen und es ist ein Lückentext und statt den Lücken sage ich einfach «m». Also, die erste Frau heißt Валя, die sagt: «Лариса, ты выглядишь очень больной, ты должна». Пойти к врачу. Der erste Satz: Лариса, ты выглядишь очень больной. Выглядеть heißt aussehen und выглядеть больной, krank aussehen, wenn man eine Frau anspricht. Also, Лариса, ты выглядишь очень больной. Лариса, du siehst sehr krank aus. Ты должна heißt du musst, wenn man eine Frau anspricht. Also, was heißt ты должна пойти к врачу? Du musst zum Arzt gehen. Ja, und zwischen должна und пойти haben wir eine Lücke. Also, ты должна пойти к врачу. Welches Wort würdest du hier einsetzen? Unbedingt. Also, du musst unbedingt zum Arzt gehen. Und auf Russisch? Обязательно. Ты должна обязательно пойти к врачу. Ты должна обязательно пойти к врачу. Und dann sagt Лариса: Но я не чувствую себя больной. Я здорова. Was heißt чувствую себя больной? Больной hatten wir gerade gelernt. Выглядишь больной hieß? Du siehst krank aus. Und was heißt не чувствую себя больной? Fühle mich nicht krank.
Und welches Wort brauchen wir hier? Но я не чувствую себя больной. Überhaupt nicht krank. Ja, auf Russisch? Вообще. Вообще. Und der komplette Satz? Но я вообще не чувствую себя больной. Но я вообще не чувствую себя больной. Und das sagt eine Frau, das ist eine weibliche Form. Und dann sagt sie, ja, здорова. Здорова heißt gesund und das ist auch eine weibliche Form. Also, ja, здорова. Welches Wort brauchen wir hier? Völlig. Ich bin völlig gesund. Полностью. Полностью. Я полностью здорова. Я полностью здорова. Dann sagt die erste Frau, Валя, ты можешь чувствовать себя хорошо и на это быть больной. Was heißt, ты можешь чувствовать себя хорошо? Du kannst dich gut fühlen. И быть больной. Und krank sein. Ja, und dann, und на это быть больной. Und trotzdem krank sein. И несмотря на это быть больной. И несмотря на это быть больной. Und dann sagt Larissa, я знаю, такого не может быть. Den Ausdruck не может быть haben wir gelernt in der Lektion 49, das hieß, das kann nicht sein, unmöglich. Und dann, я знаю, такого не может быть. Ich weiß, kann das nicht sein. Ja, und auf Deutsch statt Soweit ich weiß, kann das nicht sein. Also, насколько я знаю, такого не может быть. Насколько я знаю, такого не может быть. Das war der Ausschnitt aus dem Kapitel Sprache, Diskussions- und Redemittel mit einer dazugehörigen Übung. Alle Texte gibt es natürlich online zum Nachlesen, aber jetzt wiederholen wir die neuen Wörter, die wir heute gelernt haben. Абсолютно. Абсолют. Вообще. Überhaupt. Вполне. Völlig, vollkommen. Насколько. So viel, so weit. Насколько я знаю. So viel ich weiß. Несмотря на. Trotz, trotzdem. Совершенно. Vollkommen. Верно. Richtig. Совершенно верно. Vollkommen richtig. Полностью. Völlig. Ведь. Ja oder doch. Так. So. Сложно. Schwierig, kompliziert. Все получится. Alles wird klappen. Уверена. Sicher für eine Frau. Уверен. Sicher für einen Mann. Уверенный. Sicher im Plural. Готовая. Bereit, fertig. Für eine Frau. Больная. Kranke. Für eine Frau. Должна. Muss. Auch für eine Frau. Здорова. Gesund. Auch für eine Frau. Сомневаться. Zweifeln. Bezweifeln. Сдать экзамен. Prüfung bestehen. Учиться. Studieren. Решить. Entscheiden. Выглядеть. Aussehen. Dieser Podcast wurde präsentiert von Lextra, der Marke für das Sprachenlernen aus dem Cornelsen Verlag. Das Angebot umfasst Sprachkurse für 16 Sprachen, darunter auch Russisch. Beim gezielten Selbststudium helfen die thematischen Grund- und Aufbauwortschätze, Übungsbücher und Lerngrammatiken. Heute haben wir das Lextra-Übungsbuch Grundwortschatz Russisch nach Themen vorgestellt. Einen Link zum ausführlichen Artikel mit Beispielbildern aus dem Buch findet ihr in den Notizen zu dieser Podcast-Folge in der Rubrik Podcasts auf russlandjournal.de. Und wir verabschieden uns in die Sommerpause und melden uns mit der neuen Lektion im September. Deswegen sagen wir diesmal Счастливо до сентября! Macht's gut, bis September! И до скорого!